Gestern, das war nun ja die letzte Risen-Folge, die es wahrscheinlich bis jetzt geben wird, weil ich hatte ja zwischendurch schon mal erzählt, so vor, ich weiß nicht, 5 Folgen oder sowas, dass ich meinen Speicherstand damals nicht mehr gefunden habe, beziehungsweise dass meine Spieldateien weg waren. Aber das habe ich ja alles noch gerettet gehabt und ja, jetzt wissen ja vielleicht einige von euch, habe ich ja Windows 8, also mein PC neu gemacht. Und ich habe natürlich den Ordner, weil Risen ist halt wirklich das einzigste Spiel, was unter Moment, da muss ich gleich mal gucken. Unter C Benutzer gespeicherte Spiele, den Save Game hat. Und den Ordner habe ich halt leider nicht gesaved, klar. Und ja, das bedeutet, Risen ist jetzt erstmal vorbei. Ich muss jetzt erstmal gucken. Also pausiert bzw. geparkt könnte man das nennen. Ich muss jetzt erstmal gucken, ob ich vielleicht irgendwo ein Safe Game finde, was uns ähnelt und dass ich dann halt erstmal so weit wieder spiele, dass wir an dem Punkt sind, wo wir jetzt aufgehört haben mit der 55. Ich denke mal, es ist auch erstmal ganz gut, wenn erstmal eine Pause von Risen ist, weil das geht jetzt nur schon wirklich 55 Folgen, wie gesagt. Und ja gut, 55 Folgen sind nicht so lange für einen Let's Play. Aber naja, gut. Ist auf jeden Fall jetzt erstmal eine Pause davon. Ich weiß nicht, was ich da jetzt anstatt machen soll. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Orcs Must Die da machen soll. Ob ich Diablo 3 weitermachen soll. Obwohl Diablo 3 sollte ich vielleicht irgendwann später, wenn überhaupt, weitermachen. Also Diablo 3 eigentlich ist eigentlich auch nicht so. Also Orcs Must Die wäre noch so eine Option, die ich da jetzt noch einschieben könnte. Was weiß ich. Allerdings könnte ich auch ein neues Let's Play machen. Vielleicht könnt ihr mir da ja auch mal eure Meinung dazu, also ob ihr jetzt ein neues Let's Play oder Orcs Must Die 2 zu Ende Let's Playt, anstatt halt Risen, was ihr da haben wollt. Auf jeden Fall kommt heute kein Ersatz für Risen, weil, ja, ich nehme das Ganze ja jetzt am Mittwoch auf, genau, und am Donnerstag müsste es kommen dann. Das Ganze ist halt so, dass der Jakob gerade nicht online ist und das heißt, ich kann auch Orcs Must Die 2 nicht aufnehmen. Ja, neues Let's Play habe ich jetzt auch gerade nicht die Zeit, das anzufangen, weil ich muss noch jetzt noch lernen und so, weil die Lehrer sind natürlich der Meinung, ja, erstes Halbjahr fast vorbei, Winterferien, nee, Weihnachtsferien waren das ja erst, Weihnachtsferien gerade so vorbei und die müssen natürlich wieder arbeiten, schreiben ohne Ende, eine Klassenarbeit nach der nächsten, dann permanent noch irgendwelche Kurzkontrollen, da war ich vor den Weihnachtsferien auch noch irgendwie krank ein bisschen und deswegen muss ich jetzt noch, zwei Klassenarbeiten nachschreiben, zwei Kurzkontrollen nachschreiben und das häuft sich dann jetzt halt alles ziemlich. Das heißt, zum Aufnehmen komme ich nicht mehr wirklich, aber Minecraft, habe ich noch Minecraft? Ja, Minecraft habe ich noch für ein paar Wochen. Borderlands 2 habe ich ja sowieso jetzt wieder Ewigkeiten noch, also müssten glaube ich noch so 5 Wochen schon wieder sein oder so. Aber wie gesagt, halt Risen nicht mehr und da werde ich mich wahrscheinlich dann dieses Wochenende hinsetzen und halt wie gesagt, entweder Orcs Must Die 2 dann zu Ende machen und danach ein neues Let's Play. Oder halt dann gleich ein neues Let's Play und Orcs Must Die 2 dann zum Beispiel nach Borderlands oder sowas einschieben. Weil ich will ja die ganzen, also ich bin ja jetzt gerade dabei und will eigentlich die ganzen Projekte auch endlich mal zu Ende bringen. Ja, wenn ihr vielleicht einen Vorschlag habt, was ich Let's Playen könnte. Beziehungsweise ich kann ja mal so ein paar Sachen sagen, die ich Let's Playen wollte. Also, ich hätte zum Beispiel Lust, Moment, wo habe ich's? Vielleicht Darksiders zu Let's Playen. Was habe ich hier noch? Red Faction, Guerilla oder Armageddon. Aber Armageddon muss ich noch runterladen. Also, das wird dann noch ein bisschen dauern. Oder dann habe ich halt auch noch die ganzen Warhammer 40.000, Dawn of War 2. Plus Chaos Rising und Retribution. Aber ich habe auch noch Warhammer 40k Space Marine. Und das ist ja vom Prinzip ein Third-Person-Shooter. Also ein ganz anderes. Eine ganz andere Sache als Dawn of War 2 und Dawn of War 1. Da hätte ich auch Bock drauf, eigentlich, das mal, also die Kampagne dann zu Let's Playen. Ja, wo ich vielleicht auch Lust drauf habe, ist. Moment, jetzt muss ich überlegen. Shit, jetzt ist der Name weg. Genau, Assassin's Creed 3. Das würde ich mir dann extra dafür kaufen. Da ist allerdings die Frage, würdet ihr euch ein Assassin's Creed 3 Let's Play von mir reinziehen oder eher nicht?
Mass Effect 2 habe ich ja auch schon mal angefangen gehabt. Die Videos habe ich allerdings letztens gelöscht, weil das war einfach nur pure Scheiße. Könnte ich auch noch mal probieren, aber Mass Effect 2 ist halt dann auch schon eher ein Oldie. Aber ich könnte auch mal Spiele let's playen, die jetzt nicht so bekannt sind. Also irgendwelche Indie-Games oder so. Also, ja, ein bisschen was. Also, ihr könnt euch da gerne was raussuchen von, was ich jetzt gelabert habe. Und dann würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr da mal was in die Kommentare schreibt, was ich machen soll. Also, ich freue mich auf die Kommentare, wenn überhaupt welche kommen. Ich hoffe einfach mal. Bis später.